Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von RuneScape. Und es lag gleich ein bisschen. Hallo Fraps, nicht lecken, dankeschön. So, das wird immer noch. Ich muss das Info irgendwie. Hallo, ich möchte das Info ausschalten, bitte. Interface, Spieleinstellungen. Irgendwo hier muss das Ding. Hinweise für Hilfssystem ist ja aus. Tutorial, irgendwas. Ich möchte nicht mich teleportieren, bitte. Wie kann ich denn das ausstellen? Tja, muss ich jetzt das auswählen oder was? Aber ich brech es ab. Gut. Wieso kommt denn das jedes Mal? Ah, ist das buggy. Also wir wollten. Ja, okay, wir nehmen ein paar Erze mit. Ah ja, wir wollten ja ein Ding machen, Handwerk. Aber wir haben nichts zum handwerklich auszuführen. Und da ich den Account Guardian aktiviert habe, habe ich noch ein paar Ape bekommen, aber wahrscheinlich kein Level. Sonst hättet ihr es gesehen, oben. Wie wäre es mal mit schneller abbauen? Okay, wir machen das nicht. Komm. Ja, das nehmen wir jetzt noch mit. Später bekommen wir eine bessere Axt, wenn das überhaupt noch ist. Darum gehen wir jetzt nach Draenor, wie das heißt. Muss ich kurz schauen. Wir gehen nach Burtorb, genau, Burtorb. So. Dort war früher das Anfängergebiet, also vor diesem Anfängergebiet auf einer fremden Insel, also auf einer Tutorial-Insel. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das nicht. Hallo. Ah, das Spiel. Abbrechen. Ich möchte nicht teleportieren. Nein, ich will nicht dorthin teleportieren. Ist das wegen der Quest? Dann machen wir die Quest halt zuerst. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht dorthin teleportieren. Mann, oh. Dann muss ich halt die Quest machen, weil natürlich das für die Anfängerigsten von den Anfängerigsten ist. Ah, solche Spiele hasse ich. Alle Entwickler meinen. Ja, die hier spielen, die wissen überhaupt nichts. Stinkt gar nicht. Die meisten haben andere Spiele, die leichter sind, schon zuvor gespielt und brauchen keine Hilfe mehr. Aber Regnum ist gehört nicht zu den schweren Spielen. Es ist nur umfangreich wie die letzte Sau. Aber das ist gut so. Okay. Jetzt könnten wir hier eigentlich irgendwo noch Sachen verkaufen. Ist hier nicht. Kann man hier Sachen verkaufen? Ist das nicht das Museum? Immobilienmakler ansprechen. Hallo, willkommen in RuneScapes Immobilienagentur. Was kann ich für Sie tun? Wie kann ich ein Haus bekommen? Wie kann ich ein Haus bekommen? Zu Anfang kann ich Ihnen nur ein einfaches Haus in Tavali für 1000 Goldmünzen verkaufen. Sie können es an einem anderen Ort verlegen und das Aussehen ändern, wenn die Fähigkeiten Baukunst gestiegen ist. Möchten Sie ein Haus kaufen? Nein, danke, ich habe zu wenig Geld. Aber später dann. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem eigenen Schuhkanton, in dem Sie heute wohl nachtnächtigen werden. Oh, schlimm. Ich will einen Verkäufer haben. Ich will irgendwo was verkaufen. Okay, wir gehen mal, machen mal die Quest. Guten Tag, das ist eine Kirche. Ansprechen. Sigrist Bach. Sieh da, im Namen des Saradonims flehe ich Sie an. Helfen Sie mir, ich bin hier auf der Suche nach einem gefährlichen Flüchtling.
Ah, dein mächtiges magisches Artefakt gestohlen, welches den Untergang dieser ganzen Stadt bedeuten könnte. Bitte helfen Sie mir, ihn aufzuhalten. Der Dämonentäter. Annehmen. Sie wollen mir helfen? Gelobt sei Sarah Domnin. Ich wusste doch, dass Sie nach einem rechtschaffenen Menschen aussehen. Wir haben nicht viel Zeit, also hören Sie mir genau zu, ich werde das nur einmal erklären. Ein böser Zaranorak-Anhänger namens Denaf hat sich in das Kloster bei Edgeville geschlichen und dort ein Buch gestohlen. Ein Buch, das kann doch so gefährlich nicht sein. Das Buch ist ein uralter Wälzer über Dämonen, mit dem Dalin in die Dimension der Dämonen verbannt wurde. Es ist der einzige Gegenstand, mit dem Delrit hinterher zurückgebracht werden kann. Delrit? Delrit ist ein uralter, mächtiger Dämon. Es ist ein extrem bösartiges Monstrum. Ach so. Es kann Städte verwüsten und ist gegen alle Angriffe immun, mit Ausnahme des geweihten Schwertes Silberlicht. Oh. Silberlicht ruht in der Gruft unter dieser Kirche, wo es von den Seelen seiner frühen Besitzer bewacht wird. Sie müssen es holen, falls der Ernstfall eintritt und Delrit auf diese Welt zurückkehrt. Moment, was unternehmen Sie in der Zeit? Ich habe Delrit bis in die Stadt verfolgt, aber dann ist die Spur im Sand verlaufen. Ich werde ihn ausfindig machen und versuchen zu verhindern, dass er Delrit überhaupt erst beschwört, bevor es zu spät ist. Klettern Sie durch die Falltür im Süden in der Gruft unter dieser Kirche hinunter und bringen Sie Silberlicht herauf. Dann werden wir das mal machen im Süden. Ah, hier. Ja, aber ich möchte es nicht. Ich will das nicht wissen. So. Dann schauen wir mal in dieser Gruft nach diesem Schwert. Aha. Ansprechen Seele des Glaubens. Willkommen. 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 Ich bin da auf der Suche nach Silberlicht. Wenn Sie Silberlicht tragen wollen, müssen Sie drei Prüfungen bestehen. Die Leibesprüfung im Westen, die Glaubensprüfung im Norden, die Geistesprüfung im Osten. Kommen Sie dort zu uns, wenn Sie bereit sind. Dann gehen wir mal hier nach Westen. Ansprechen Seele des Geistes. Die Geistesprüfung wird zeigen, dass Sie auf Ihre Aufgabe konzentriert und bei klarem Verstand sind. Andernfalls können Sie mit Ihrem Silberlicht nicht an, kann, können wir Ihnen Silberlicht nicht antreiben. Man kann es fast nicht lesen. Sind Sie bereit für die Prüfung? Ja. Warum sind Sie hier? Ich bin auf die Suche nach Silberlicht. Ich plündere die Gräber. Mir gefällt es in Grüften. Ich bin auf der Suche nach Silberlicht. Und was ist Silberlicht? Eine Musikertruppe, eine Zauberkerze, ein Schwert, mit dem man Dämonen tötet. Warum bräuchten Sie ein Schwert zum Töten von Dämonen? Ein mächtiger Dämon bedroht Farok. Um welchen Dämon handelt es sich denn? Oh. Delrit. Und wer schickt sie, um Silberlicht zu holen und Delrit zu bekämpfen? Sigrist Bach heißt er. Ihr Verstand ist wach und konzentriert. Die Prüfung des Geistes ist abgeschlossen. Sie haben die Prüfung abgeschlossen. Ich warte in Silberlicht, kam auf Sie. So, jetzt brauchen wir noch eine. Oder zwei brauchen wir jetzt noch. Seele des Glaubens. Die Glaubensprüfung zeigt, dass Sie auf die lenkende Kraft der Götter vertrauen. Ohne Glauben nützt Ihnen Silberlicht nichts, auch wenn Sie es in der Hand halten. Sind Sie bereit für die Prüfung? Ja. Die Glaubensprüfung ist einfach. Sie müssen nur diesen Abgrund überqueren. Wie das? Es gibt keine Überquerungsmöglichkeiten und da geht es ganz schön tief runter. Ich sage Ihnen den Weg, den Sie gehen müssen. Glauben Sie mir und nicht Ihre Augen und vertrauen Sie auf die Götter. Na gut, ich bin bereit. Sagen Sie von der Stufe hinter mir aus einen Schritt in den Abgrund.
So. Gehen Sie nach Norden. Ja, toll. Das ist Norden. Gehen Sie nochmals nach Norden. Gehen Sie nach Osten. Gehen Sie nach Osten. Gehen Sie nach Norden, das ist klar. Gehen Sie nach Norden. Gehen Sie nach Norden. Gehen Sie nach Westen. Gehen Sie nach Westen. Gehen Sie nach Süden. Nach Westen. Nach Westen. Gehen Sie nach Norden. Gehen Sie nach Norden. Gehen Sie nach Norden. Okay, geschafft. Sie haben die Prüfung abgeschlossen. Ich erwarte Sie in Silberlichtskammer, wo Sie auch gehen. Auf dem Rückweg werden Sie nicht fallen. Ihr Glaube ist stark. So, okay. Dann die letzte Prüfung. Ansprechen. Die Leibesprüfung wird zeigen, dass Sie stark genug sind, um Säbellicht zu tragen. Schwachen Händen kann man eine mächtige Waffe leicht verletzen. Sind Sie bereit für die Prüfung? Ja. Die Leibesprüfung besteht darin, diese Knochen wegzuräumen. Das ist alles. Unterschätzen Sie die Prüfung nicht. Körperliche Arbeit kann ganz schön anstrengend sein. Ich muss es so wieder machen, sonst kann ich es nicht ausführen. Ah, greif doch an. Und Stufenaufstieg in Stärke. Scheinbar. So geschafft. Ah, jetzt kommt noch eine. Sie haben die Prüfung abgeschlossen. Ich warte in Säbellichtskammer auf Sie. Nehmen Knochen. Nehmen. 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 Und nicht lecken. Spiel bitte. So. Ja, muss ich jetzt wieder Blumen abstellen. Es hat irgendwie nicht so viel Unterschied, aber momentan leckt es gerade in dieser Gruft. Eigene. Was soll ich denn ausstehen? Ja, ich werde es halt wieder ausschalten. Hat irgendwie so gut wie keinen Effekt, nur ein bisschen neblig oder was das war. Und jetzt ansprechen. Glückwunsch! 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 Sie haben die Leibesprüfung bestanden und bewiesen, dass Sie stark genug sind, um Säbellicht Hand zu haben. Sie haben die Geistesprüfung bestanden und bewiesen, dass Sie klaren Verstandes sind. Sie haben die Glaubensprüfung bestanden, die Götter schenken Ihnen ein Lächeln und werden die Klinge in Ihren Händen führen. Sie sind es würdig, Säbellicht zu handhaben. Leben Sie wohl. Begraben. Kann man alle begraben machen? Nein. Hier geht es eigentlich automatisch. Früher konnte man alle begraben. Aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr. So. Silberlicht nehmen. Altar. Ja. Du hast das Schwert Silberlicht. Linksklick, um es auszurüsten. Handhaben. So, was haben wir hier? Schaden 61.
Und hier haben wir 73. Genauigkeit 60 ist besser. Also, dann werden wir das Schwert hier runter tun. Und jetzt gehen wir weiter und jetzt leckt es auch nicht mit konstant 30 FPS. Also maximal 30 FPS habe ich eingestellt. Und das ist gut. Sigrist, ich habe Säbelicht in meinem Besitz. Ausgezeichnet, es wurde auch Zeit, ich habe Denav gefunden. Er will Denav unter Zamorax, unser unseligem Tempel hier in Farok, beschwören. Dann können wir jetzt losziehen und ihn aufhalten. Der Zamorak-Tempel ist im südöstlichen Teil Varoks. Halten Sie draußen nach einer Falltür Ausschau, ähnlich der in dieser Kirche. Wir treffen uns dort, beeilen Sie sich. Okay, der kann sich wahrscheinlich wieder teleportieren. Mir egal. Oh, sieht das schwer cool aus. Das ist doch schon mal etwas. Wir gehen mal hier in die Tür rein. Vielleicht ist das ja irgendwas. Hallo? Bücherregal durchsuchen. Nichts. Ja, toll. Da ist ja auch nichts drin. Okay, gehen wir weiter. Und das ist wahrscheinlich das Museum. Aber das werden wir alles nacheinander machen. Ich möchte keine Quests anfangen, die ich nicht beenden kann oder so. Weil ich sonst natürlich nicht alles von der Quest denke. Also, ich werde eine Quest nach dem anderen machen am besten. So, hier leckt es leider ein bisschen, weil halt die Stadt groß ist. Und jetzt können wir hier heruntersteigen. Seien Sie vorsichtig, hier wimmelt es vermutlich nur so von Denats Fanatikern. Angreifen. Sehr schön. Das hätten wir geschafft. Weiter geht's. Oh, hier haben wir sogar Fleisch. Gekochtes sogar. Sehr schön. Dann nehmen wir hier mal... Oh, wieso leckt Fraps momentan? Immer so kleine Leistungseinbrüche. Ja, dann nehmen wir halt hier hin. Ah, der Gegner, also der Kollege macht es schon. So, wie viele gibt es von denen noch? Schnell, wir müssen weiter. So, dann gehen wir hier rüber noch kurz. Sehr schön. Nicht ansprechen. So, begraben. Stufenaufstieg auf Geist, Gebet meine ich. Stufe 2. Gut, dass es der Kampf automatisch geht. Und wieso greift er jetzt den an? Das ist auch irgendwie blöd. So. Jetzt haben wir fast keinen Platz mehr. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Ein bisschen Garnelen wegschmeißen. Also vor allem die verbrannten können wir mal wegschmeißen. Ja, wir haben schon keinen Platz mehr. So. Und jetzt.
Halt 200, Halt 200. Also nehmen wir mal die, legen wir die weg. Und 4 behalten wir. Hier können wir auch ein paar weglegen. 4 behalten wir. So. Dann gehen wir weiter. Hier ist zu. Und jetzt? Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Hahaha. Dennard, aufhören! So, wenn das nicht Sigrist Bach ist, wie er wieder meine Pläne durchkreuzen will. Dieses Mal nicht, alter Mann. Sie sind zu spät. Sehen Sie. Nein. Hahaha, das Ende ist nah. Sigrist Bach, ich würde ja zu gerne Zeuge Ihrer Vernichtung werden. Aber ich gehe lieber auf Distanz, bevor Denef ganz Farok in Brand setzt. Leben Sie wohl. Oh, jetzt müssen wir ihn besiegen. Wir kommen zu spät. Ich hoffe, Sie haben das Säbelicht bei sich. Machen Sie sich bereit. Hey, was ist denn das kleine Stemmjönchen? Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin frei. Die Welt wird niederbrennen. Und ihr kommt zuerst. Saradrim beschütze uns. Ah. Was? Ich muss mich aussehen, um es wieder beschützen. Abenteuer, töten Sie Belit. Jetzt. Gleich werdet ihr brennen. Und jetzt die 3 einsetzen. Yeah, macht das wenig Schaden. Sehr schön. Irgendwas haben wir jetzt Schaden erlitten? Oh Gott. 4, komm, Ulti. Yeah. Ultimate. Wir kommen doch schon ein bisschen Schaden über. Manchmal. So, jetzt haben wir ihn besiegt. So, Delith ist besiegt, aber hier steht jetzt alles ein. Verschwinden wir. Sehr schön, haben wir das geschafft. Und jetzt können wir mit ihm reden. Gute Arbeit! Ihr heldenhaften Taten haben nicht nur mich, sondern ganz Farok davor bewahrt, von Delith in glühende Asche verwandelt zu werden. Bitte nicht, das haben Sie sich auf jeden Fall verdient. Du hast der Dämonentöter abgeschlossen. Du erhältst 3 AP Silberlicht, 3 Lampen mit 100 Kampf-EP, 2 Schatzjägerschlüssel und Abenteuerpunkte 5. Du hast dir die Wegfinderhosen verdient. Ah, muss ich jetzt das nochmals machen? Jetzt müssen wir nach Bortrop. Okay. Dann können wir das direkt machen. So, Dele, dann machen wir mal, tragen wir das mal. So, hier können wir eine Bank benutzen. Das benutzen wir gleich mal. Da können wir zum Beispiel die Apel-Lampen, die können wir ja nicht reintun. Rohes Huhn können wir reintun. Kuhhaut, das geht unter die Kuhhaut. Bitterfisch können wir. Und Scheite lassen wir da. Können wir ein Erz reintun. Die können wir nach oben tun. Oder zum Beispiel auch benutzen. Aber wir können dieses Fleisch hier reintun. Dann essen wir nur die Garnelen zuerst. So, dann können wir das auch hier tun. Gut, wir brauchen eben Pfeilspitzen. Und ja, mal schauen. Ansprechen, Herausforderungsschüler.
Ah, Meister. Um das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten, biete ich den ganzen Mai über zusätzliche Aufgaben an, für die es neue Belohnungen gibt. Wie ich sehe, haben Sie noch kein Aufgabenbuch für die RuneScape-Mai-Wanderung. Möchten Sie eins? Ja, bitte. Farah gibt dir eine Aufgabenliste. Hier, bitte, viel Glück. Hey Bohnenstange, wenn Sie nach einer Herausforderung suchen, sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich kann Ihnen ein paar leichte von meiner Listen geben. Es sind tägliche Herausforderungen, für die Sie von mir Belohnungen kriegen, wenn Sie sie abschließen. Bringen Sie mir einfach alles, was Sie gesammelt haben, und ich gebe Ihnen dafür etwas Nützliches. Es ist ganz einfach. Wählen Sie eine der Herausforderungen aus, die ich Ihnen gegeben habe, schließen Sie es ab und holen Sie sich dann die Belohnung von mir. Dabei müssen Sie natürlich alles, was Sie eventuell eingesammelt haben, bei mir abgeben. Aber die Belohnungen, die ich Ihnen gebe, sind viel besser. Worauf warten Sie noch? Bohnenstange, auf geht's. Ich bin eine Bohnenstange, bin doch keine Bohnenstange. Und jetzt können wir Herausforderung anklicken. Ich möchte gerne die Herausforderung Bergbau. Bergbau EP, eine Überraschungsbelohnung. Da nehme ich lieber etwas anderes, wo ich die EP brauche. Okay, dann nehmen wir den Geist. Ja. Okay, da muss ich ja Kampf nehmen. Mann, ich hasse solche Spiele, wo einem einfach gezeigt wird, sehr langweilig, was man machen muss. Ich will nicht gezwungen werden. Das ist jetzt doch nervig. Okay, dann gehen wir halt entlang. Hier ist eine Mine, okay. Schau, dass hier nicht mehr alles kaputt ist und so. Ich weiß, wo ich bin. Ja, danke. Ist ja gut. Ich möchte sowieso noch mein Menü aufmachen. Nicht alles, nur mein Inventar. Ah, nächste Kuh töten. Ja, angreifen. So. Noch mehr töten, oder was? Herausforderungen. Töte 5 Kühe. Also dann halt töte 5 Kühe. Noch eine töten. So. Gut. Ja, und jetzt? Ich möchte gerne die Items einsammeln. Sehr. Ja, ich brauche mehr Platz, ich weiß es. Das geht wirklich unter die Kuhhaut. Und hier ist ein Spieler, der Satadam. So.
So, hier gibt es Wölfchen, weißer Wolf. Und jetzt gehen wir zuerst mal kurz hier die Sachen reinlegen ins Lager. Ich hoffe, ich kann mehrere Tabs haben. Ja, ich kann dann später wahrscheinlich nochmals einen Ordner eröffnen. So. Was ist eigentlich das? Maiwanderung. Ah, das ist das Buch. So. Abgeschlossen. Übrigens, wenn Sie das für mich haben, es jedoch nicht in Ihrem Inventar ist, nehme ich es direkt aus Ihrem Bankschließfach. Ist das in Ordnung? Ja. Gut, dann mal los. Schauen wir uns diese hier einmal an. Einfache Herausforderung, Gebet. Die haben Sie abgeschlossen. Gute Arbeit, hier ist Ihre Belohnung. Schauen wir uns diese hier einmal an. Einfache Herausforderung, Kampf. Die haben Sie abgeschlossen. Gute Arbeit, hier ist Ihre Belohnung. Das war alles. Das war wohl alles. So. Und wir sind Level 3 bei Gebet. Und jetzt müssen wir noch eine machen. Dann mache ich das. So. Einfach nur Kupfererz abbauen. Wie viel? 3 Erz abbauen. Das ist der Armadyls. Okay. Hier ist eine verschwunden. Die mysteriöse Lady Mary. So. Hier ist oben ist die Prozentanzahl, wie lange man noch rennen kann. Die reiben wir mal. Und geben das Zeugs in Magie, das ist wichtig. Am Magie ist am schwersten zu leveln. So, und den Kampf EP. Ja, können wir alles auf Magie machen. Und jetzt Level Stufenaufstieg bei Magie. Na, auf Level 3. So. Okay, dann gehen wir mal in die Mine. Ohne zu laggen. Jetzt habe ich 43 FPS. Und es laggt trotzdem. Weiß auch nicht wieso. Na, 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 Batman. Bisschen schneller, bitte, bisschen schneller. Lala. Und Stufenaufstieg in Bergbaukunst. Auf Stufe 4. Lol. Wie lange musst du noch drauf drücken? Drauf hämmern. Nein, nicht 10. 10 nicht. Hier ist noch Kopf. Herausforderung komplett. Gut, dann können wir rausgehen, weil eins ist noch im Lager. Und jetzt? Was ist jetzt los? Fröps, du musst aufwachen. Wach doch bitte auf. So. Also, dann gehen wir mal dorthin. Ah ja, irgendwo kann man die Kampfrichtung noch wechseln. Ich möchte doch gerne Angriff beleveln oder so. Ich möchte einfach das hier. Kann man das nicht drüber wechseln? Oh je. Ansprechen. Hey, wie ist das Wetter da oben?
Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Übrigens, wenn Sie jetzt es für mich haben, die SE. Ah ja, das habe ich schon. Ja. Gut, dann mal los. Schauen wir uns diese hier einmal an. Einfache Herausforderung, Bergbau. Die haben Sie abgeschlossen. Gute Arbeit. Hier ist Ihre Belohnung. Das war wohl alles. Und Bergbau Level 8, sehr schön. Ja, muss ich jetzt alle machen? Ich mache jetzt nicht alle, ey. So, einfach mal weitergehen, irgendwas. Ein Bunyip anschauen. Okay. Ich möchte gerne hier mal Gewandtheit trainieren und Berserk. Da muss ich schauen. Aber zuerst werden wir hier mal etwas gießen. Ah, nein, geht ja nicht. Die Sachen sind ja weg. Ja, da müssen wir wahrscheinlich weiter runtergehen. Hier ist zum Beispiel Jagen. Da schauen wir mal das an. Ich liebe es in ganzen, ich lebe an der Grenze zwischen Jäger und Beute und versorge gleichzeitig die kaiserliche Garde mit Nahrung. Los, jagen Sie mit. Ich brauche Zubehör für Jagen. Eins nehmen. Und dann braucht man eigentlich nichts mehr. Dann müsst ihr die Fallen einfach hier auf den Boden stellen. Überraschungsbelohnung, okay. Okay, plus 264 Gold haben wir bekommen. Und dann müsst ihr das aufstellen. Und dann kommt eventuell nach einiger Zeit ein Vogel. Entweder macht er die Falle kaputt oder er wird gefangen. Das ist halt so ein bisschen ein langweiliges Teil. Ja, das klappte. Aber ja, Jagen kann sehr, sehr Ding sein, weil die Federn und so droppen. Mit den Federn können wir dann zum Beispiel diese Vögel auch beschwören oder so. Weiß es jetzt nicht genau, ob es bei denen geht. Aber zum Beispiel bei Wölfen, Wolfsklauen, so geht es. Ich lebe an der Grenze. Ja, das haben wir schon gelesen. Erzählen Sie mehr über Jagen. Jagen ist nur ein Wort. Wichtig ist der Zweikampf. Sie gegen die Natur, der Mensch gegen die Bestie. Fühlen Sie sich wie ein Räuber in der freien Wildbahn. Wann Ihnen das noch nicht genug ist, dann denken Sie mal darüber nach, ob Ihnen eine bessere Quelle für Nahrung, Zutaten einfällt. Ich möchte Jagen trainieren. Sie müssen sich hinaus in die Natur begeben und sie ausweiten. Ich möchte aber nicht jagen. Ich will kein Abenteuer machen. Okay, das war Jagen. Dann können wir zum Beispiel komm, begraben. Ja, sehr schön. Fischen haben wir ja schon geschaut. Das ist wahrscheinlich den Kunst. Baukunst. Ansprechen. Hallo, kann ich Ihnen mit irgendwas behilflich sein? Ich brauche Materialien für Baukunst. Können Sie mir das über Baukunst empfehlen? Nein, das möchte ich nicht. Okay, da können wir hier nichts machen. Der Schreiner ansprechen. Hallo, soll ich ein paar Bretter für Sie machen? Bretter bitte! Nein, nicht. Wir brauchen noch keine Bretter. Die hat Luxerinia. Die ist Level 662 bei den Fertigkeiten. Nicht schlecht. Ansprechen. Hallo. Hallo, suchen Sie Arbeit? Was denn zum Beispiel für Arbeit? Nur eine kleine Aufgabe, die ich zu erledigen hätte. Wissen Sie, ob oben ist ein Händler, den ich etwas abluchsen muss? Ich würde es ja selbst tun, aber ich beschränke mich heutzutage auf das ehrliche Geschäft mit Dokumenten. Ich soll Ihnen bestehen, das klingt aber wenig heldenhaft.
Nicht so laut. Sehen Sie, das ist kein besonders netter Kerl. Er heißt Roland der Starke und kauft derzeit das gesamte Essen in diesem Gebiet auf, um es den Flüchtlingen zu hohen Preisen weiter zu verkaufen. Naja, das ist zwar nicht besonders nett, aber es ist keine Rechtfertigung. Jetzt hören Sie mir doch einfach mal zu. Ich brauche nur sein Siegel. Ich habe einen Brief gefälscht, der besagt, dass es das gesamte Essen kostenlos an die Flüchtlinge ausgibt. Wenn ich an einen persönlichen Siegel komme, dann kann ich seinen Mitarbeiter dazu veranlassen, seine Nahrungslager freizugeben. Machen Sie jetzt mit oder nicht? Ja, wir nehmen an. Das klingt nach einem ganz guten Plan. Was muss ich denn zuerst tun? Naja, Rola heißt nun mal nicht der Starke, weil er gerne stark wird trinkt. Es ist eine höfliche Umschreibung dafür, dass er sich ständig seine Wanst vollschlägt. Jeden Tag bestellt er sich bei dem Koch hier ausgefallenes Gebäck, meistens etwas, das in der Herstellung enorm teuer ist. Wenn wir ihm also etwas backen, was ihn in der Weile außer Gefecht setzen wird, Sie wollen ihn vergiften? Nicht so richtig, er soll nur eine Weile das Krankenbett hüten. Das geht ja noch, aber um das Ganze kann ich ihm nicht einfach das Siegel abnehmen? Nee, es liegt in einer Truhe, die er oben neben seinem Tisch stehen hat, für den Fall, dass er irgendwelche Dokumente stempeln muss. Wenn er losrennt, um zu kotzen wie eine Reihe, wird er wohl kaum daran denken, es mitzunehmen. Wohl eher nicht. So ist es. Also, als erstes müssen Sie sich um das Komplizierteste in dem Rezept kümmern, den Kuchenboden. Wir werden eine Ladung Angelköte in das Mehl mischen. Bäh, Bergs. Kennen Sie die Mühle südlich von hier? Sie müssen etwas Getreide und Angelköte dorthin mitnehmen. Getreide bekommen Sie aus dem Feld südlich von hier, direkt hinter der Brücke. Auf dem Weg zu den Feldern liegt einige Trollen herum, die erst später weggeräumt werden können. Dort gibt es viele Angelköte. Oben hier im Gebäude ist ein Füllschacht. Legen Sie das Getreide dort hinein und geben Sie dann den Angelköte oben drauf. Sobald Sie das erledigt haben, benutzen Sie den Hebel, um alles in die Mühle zu befördern, wo es gemahlen wird. Dann gehen Sie wieder runter, geben das Mehl in einen Topf und bringen es mir. Okay, klingt etwas unappetitlich, aber ich mache es. Ja. Okay, das mit dem Berserker schauen wir uns später an und Gewandtheit kann noch ein bisschen warten. Wir wollen jetzt zuerst das machen und der hat eine Emotion eingesetzt. So, wir brauchen ein bisschen Getreide, hat er gesagt. Wie viel? Ich möchte einfach mal 3 nehmen. Und jetzt müssen wir zu den Trollen, die sind. Muss ich mal auf die Karte schauen. Du befindest dich hier. Die Trolle sind wo? Gibt es hier eine Erklärung? Ja, da muss ich das anders schauen. Aktive Aufgabe. Nein, nicht die Aufgaben. Mission. Abenteuer. Lassen Sie Kuchen essen. Ja, aber ja, setzen. Können wir jetzt schauen, wo das ist? Hier ist der Berserk-Tutorial. Okay, gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die Trolle sind. Ah, und das ist die Insel, wo das Tutorial stattgefunden hat. Das nur hier hat man gestartet, ist man da runter, da rüber und dann hier hoch und dann ist man weg. Das muss ich euch nicht zeigen. Gibt es hier keine? Ich will doch nur wissen, wo. Abenteuer-Logbuch. Abenteuer-Logbuch.
möchte in das Abenteuer-Logbuch. Mehr Infos. Abenteuer-Logbuch. Übersicht ansehen. Begonnen. Setzen. Ich habe sie begonnen, aber ich weiß nicht, wo die Trolle sind. Wenn es Trolle gibt, dann sind die im Gebirge, aber ich gehe doch nicht aufs Gebirge. Ins Gebirge nach oben. Hier gibt es so Wurzeln. Wurmspringkraut. Tja. Hier können wir runtersteigen. Gehen wir mal da drunter. Hartz-IV-Trolle? Ich möchte doch ein bisschen. Oh. Die sind Stufe 22. Die sind wahrscheinlich ein bisschen zu stark, ja. Okay, gehen wir nach oben. So. Ja. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal fragen. Fragen wir ihn einfach nochmal. Wir brauchen Maten bei Trollen. Wo sind Maten bei Trollen? Hier gibt es Wölfe. Ansprechen. Was gibt's? Aha, vor der Brücke. Sie liegen herum, sie sind nicht lebendig. Also müssen hier irgendwo Trolle liegen. Ja, toll. Davor liegen ein paar Trolle herum. Ich sehe keine Trolle hier. Liegen sie hier irgendwo herum? Kann man die Quest gar nicht abschließen, weil die Trolle nicht mehr herumliegen? Oh Gott. Ah, hier sind sie ja, die Köder. Nur die Trolle sind gar nicht mehr hier. Die sah ich gar nicht, die sind so klein. Okay. Jetzt brauche ich noch das Inventar. Jetzt gehen wir in die Mühle. Die war da hier oben. Und das die Mühle ist. Ist die nicht? Wo ist denn die Mühle? Schauen wir auf die Karte. Das ist eine Bank. Und die müsste eigentlich hier drüben. Ah, das ist die Mühle. Oh, die sieht ja viereckig aus. So, in den zweiten Stock müssen wir. Hier haben wir eine Treppe nach oben. Und dann betrachten. Getreide. Nein, nicht hinsetzen. Benutzen. Füllschacht. Dann benutzen. Köder. Benutzen. Da sind jetzt genug Maten drin. Okay, die kann man die fallen lassen. Für die anderen Leute. So. Jetzt gehen wir runter und jetzt sollte eigentlich hier drin. Ah, wir müssen noch einen Knopf drücken oben. Da. Eine Bedienung. Bitte drücken. Hoffentlich sind da unten niemand zusammengereimt, was ich im Schädel führe. Ich sollte nach unten gehen und mir das Mehl mit einem leeren Topf holen, bevor sie sich selbst von dannen macht. Mehl aufsammeln. Wir haben einen Topf. Sehr schön.
Sonst haben wir hier noch einen Topf, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht mehrere Töpfe. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Da haben wir dieses madige Brot, also unser Teig. Was gibt's? Ich habe das Mehl, das Sie wollten. Perfekt. Ich weiß jetzt, warum Sie mich darum zuerst gebeten haben. Das war viel Aufwand. Keine Sorge, ich mache daraus gleich einen Kuchenboten für Sie. Wir müssen den Kuchen aber auch einmal etwas richtig Ekligem füllen. Zunächst brauchen wir einen rohen Flusskrebs. Ich will, dass Sie einen besorgen und ihn auf dem Feld vergraben. Einfach mit Dreck verbuddeln und ein wenig reifen lassen. Igitt! Das können Sie entweder auf dem Flachsfeld, dem Getreidefeld oder dem Pferch erledigen. Das Flachsfeld liegt am nächsten. Es liegt nordwestlich von hier, in der Nähe des Brunnens und den Ladens von Meisterlandwirt. Vergessen Sie nicht, dass Sie zu mir kommen und mich das Ergebnis begutachten lassen sollten, wenn Sie fertig sind. Aber erstmal kümmere ich mich um Ihr Mehl. Mit Hilfe einer Schüssel Wasser und einem Kuchenform stellt Nicole einen ziemlich ekligen Kuchenboten für dich her. Uff, das wird böse enden. So, also Flusskrebs holen. Haben wir schon einen? Ja, das reicht. Dann verbuddeln. Benutzen. Benutzen rohen Flusskrebs mit Flachs. Und jetzt nimm das wieder raus. Du gräbst den Flusskrebs etwas später wieder aus und er ist halb verrottet, eklig und schleimig. So schnell ging das. Okay. Jetzt haben wir einen Krebs. Der eklig aussieht. Wie sieht es angeblich aus? Nicht so besonders, aber guck sie mal diesen kleinen niedlichen an. Du hältst Nicole den widerlichen Flusskrebs unter die Nase, er weicht zurück. Beim Saradonin, das stinkt! Das wird es mir schon vom Hinsehen schlecht. Perfekt, jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Damit der Kuchen etwas mehr Substanz bekommt, nehmen wir eine Kartoffel. Ich möchte, dass Sie eine rohe Kartoffel besorgen und sie in einem Kebitbau schieben. Wenn Sie eine Kartoffel haben, hat Meisterlandwirt Jones vielleicht eine. Aber wenn Sie keine Kartoffel haben, den Sie benutzen können. Ein Kebitbau ist immer voll mit Haaren, Kot und anderem ekligen Zeug. Wenn Sie die Kartoffel da reinschieben und wieder rausholen, reicht das Dicke. Na, dann riecht das Dicke. Na, das sieht doch ganz gut aus. Echt, wie eklig. Ich kümmere mich gleich darum, sobald mein Magen aufhört, sich umzudrehen. Okay, wir sehen uns. Eine Kartoffel. Ich brauche eine Kartoffel. Dann müssen wir hier wahrscheinlich das Ding ansprechen. Für die Kriegsanstrengungen wird in Burtop viel Essen benötigt. Mit Hilfe von Landwirtschaft können Sie Pflanzen anbauen und so aushelfen. Ich möchte Landwirtschaft trainieren. Ich brauche Dinge, um Landwirtschaft zu trainieren. Einen Kartoffelsamen, einen nehmen. Und ja, ich könnte eine rohe Kartoffel nehmen, einfach. Werde ich auch nehmen. Und dann brauche ich noch eine. Ja, das werden wir mal anders mal machen. Dann werden wir das wieder verkaufen. So. Das werde ich ein anderes Mal zeigen, wenn wir mehr Platz im Inventar haben. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. Hier hingehen. Ja, gehst du halt außen herum. Ah, ich weiß was. Da oben geht es schneller. Hoch. Genau, hier kann man hoch. Irgendwo ist jetzt ein Kegitbau. Wahrscheinlich das Braune dort.
Das ist ein Kegelbau. Benutzen mit Ding. Gut. Widerwillig schiebst du die arme, unschuldige Kartoffel in den Bau und holst das dreckige, stinkende Ergebnis wieder heraus. Ich kann mir gar nicht oft genug die Hände waschen. Moment mal, das ist die letzte Zutat, die ich brauche. Ich könnte versuchen, den Kuchen herzustellen und ihn zu backen. Oder vielleicht sollte ich bei Nicole nachfragen. Ich werde ihn zuerst nachfragen. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich den beenden. Ich will hier drauf drücken. Ja, okay, man kann es nicht abbrechen. Schade, Mist. Muss ich das Tutorial noch weitermachen? Wie läuft's mit dem Kuchen? Ich habe die Kartoffel in einen Kapitbau gesteckt. Hier ist sie. Ich will sie nicht sehen. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Jetzt, wo sie alles haben, sollten sie den Flusskrebs und die Kartoffeln in den Kuchenboden füllen und das Ganze auf dem Herd kochen. Woher wussten sie, dass ich jetzt alles habe? Weil sie mir gerade die Zehennägel aufstellen. Es sind die kleinen Dinge, an denen man so etwas merkt. Okay. Gut. Dann haben wir das. Jetzt können wir das noch braten irgendwo. Da hinten. Benutzen mit Ofen. Wie heißt der? Furchtbarer Kuchen roh. Okay. Du holst einen furchterregenden Kuchen aus dem Ofen. Er stinkt entsetzlich. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zu ihm. Bevor wir hochgehen. So, ansprechen. Hey, Nicole, sehen Sie sich mal diesen Kuchen an. Puh, wie das stinkt. Wem erzählen Sie das? Der Rucksack kriege ich nie wieder sauber. Das wird er niemals essen, es sei denn, wir übertüchern Tünchen den Geruch irgendwie. Dazu habe ich eine Idee. Nämlich, einer der Händler, die zu Rolo gehören, heißt Pierre der Gockel und treibt sich nähe der Mühle herum. Er hat immer einen Vorrat an Gewürzen bei sich. Wenn Sie ihm klauen können, könnten wir das hier noch was. Gehen Sie Pierre die Gewürze absuchen und geben Sie die in den Kuchen. Dann können Sie ihn Rolo bringen und sehen, ob er unsere Lüge schluckt. Gewürze, 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 Gewürze. Hallo. Ach, Sie reden mit mir? Schon? Meine Güte, dass ich mir so etwas bieten lassen muss. Was reden Sie da? Das lasse ich mir nicht bieten. Schauen Sie doch einmal an. Wie soll ich bloß mit Ihresgleichen ein Gespräch führen? Mund auf und zu machen, dabei Wörter und Sätze generieren, funktioniert in der Regel. Was für ein Proletarier. Seit ich reich bin, habe ich mich daran gewöhnt, mit Besseren zu verkehren. Glücklicherweise habe ich meinen Duftkugel mit teuren Gewürzen von Ihnen. Geruch wurde mir schon ganz schwindlig. Hey! Tut mir leid, ich kann es nicht ausstehen, wenn arme Leute sich aufregen, wie das sehen. Bestehlen. Du angelst dir den Gewürzbehälter aus Piers Tasche. Ist doch ganz einfach. Juhu, Aufgabe abgeschlossen, leert die Taschen. Und dann wieder ansprechen. Ich habe die Gewürze geklaut, was soll ich jetzt tun? Dann verteilen Sie eine ordentliche Portion davon auf dem Kuchen, um den Geschmack und den widerlichen Gestank zu übertuchen. Dann servieren Sie ihn Rollo. Danke, dann lege ich gleich mal los. Mit einigen Prisen Gewürz wirkt der Kuchen wesentlich appetitlicher. Köstlicher Kuchen. Jetzt haben wir einen köstlichen Kuchen. Hochsteigen. Und jetzt können wir den verabreichen.
Kuchen für Rolle den Starken. Das bin ich. Lecker. Hier ist Ihr Kuchen, mein Herr. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen. Was soll das sein? Dies ist nicht der delikate Kuchen aus Rotbeeren, fängt der Wachtel, den ich bestellt habe. Das stimmt, der Koch hat Ihnen diesen Kuchen gebacken, kam dann aber zum Schluss, dass er nicht köstlich genug für jemand mit so einem feinen Geschmack wie Ihnen war. Das ist nicht mein Problem. Vielleicht hat er das Warten nicht so lange verschreckt, wie ich es angegeben hatte. Das hier, was immer an sich sein mag, riecht allerdings vorzüglich. Er enthält ja auch eine Menge sehr teure Gewürze. Wirklich? Dann soll ich wohl mal ein Stück probieren. Wie nennt sich das? Das zweite tönt ein bisschen scheiße. Ein bisschen zu offensichtlich. Pomme de Capit Kuchen. Das werden wir benutzen. Wir nennen es Pomme de Capit Kuchen. Pomme de Capit Kuchen? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das ist ein ganz neues Rezept, was wir speziell für Sie erfunden haben. Als Ausgleich dafür, dass Sie den Kuchen nicht hinbekommen haben, den ich bestellt habe? Ach, da sage ich immer ja, warum nicht? Das ist aber nett von Ihnen. Sag Sie dem Koch, dass ich ihn nur leicht dafür verklagen werde, dass er nicht das gebacken hat, was ich bestellt habe. Und wenn dieser Kuchen gut schmeckt, bezahle ich ihn vielleicht sogar dafür. Natürlich, bevor ich gehe, sage ich einfach nur noch Danke. Danke, wofür denn? Ich hatte ein paar Gewissensbisse wegen etwas, den Sie aber gerade beseitigt haben. Vergessen Sie es einfach. Ja, das ist ja alles schön und gut. Jetzt scheren Sie sich davon dann. Sie Quasselstipfer von einem Bediensteten. Ich will hier Kuchen essen. Okay. Schauen wir uns das an. Pomme de Capit Kuchen. Dann wollen wir mal sehen, wie das schmeckt. Achtung, die Soundeffekte werden ab hier nur noch schlimmer. Ich habe Nerven wie Drahtseile, ich will alles hören. Ja, man hört es leider nicht, weil ich den Sound ausgemacht habe. Aber kann man das überspringen? Ja. Also er macht und dann haut er ab aus dem Ding. Ja, weil es halt auf Englisch ist. Ich könnte die Soundeffekte aber nochmals anstellen, aber ein bisschen leise. So. Aber eben, ja. Jetzt ansprechen. Kuchen für Rolle, den Starker, das bin ich. Ah, jetzt können wir es nochmal anhören. Sehr schön. So. Ja, machen wir nochmal das Gleiche. Ich hoffe, das ist genug laut. Sonst müssen wir es nochmal abbrechen. Ja, man hört gar nicht. Dann nochmals lauter. Ich will das euch zeigen, noch kurz. Können wir leider noch ein bisschen lauter machen. Und jetzt. Watch me. Ah, jetzt hört man auch, was er reden will. So. What is this? This is not the swell, that's from my boots. Ja, dann ein Problem. Jetzt wählen wir mal eine andere Möglichkeit. Machen wir das zwei. Wir nennen es Flusskrebs nach Gammler Art. Flusskrebs nach Gammler Art, davon habe ich noch nie jetzt gehört. Das ist ein ganz neues Rezept, ja. Ja.
Also sie sagen gar nichts an, das ist egal, was wir auswählen. Ja, ja. Also jetzt hören wir es. 5, 4, 3, 2. Okay. Achtung. Ja, ich will alles hören. Hahaha, klingt wie... schrecklich. M klingt wie der Name des Kuchens. Git. Und jetzt redet er nichts. Na, dann klingt, als hätte der Kuchen... Ich könnte noch mehr... Boah, boah, weg. Ich sagte doch schon, klingt, als hätte der Kuchen seinen Zweck erfüllt. Ich sollte Nicole Bescheid sagen gehen, wenn sie Rollo wegbringen und hier sauber machen. Also, ich werde... Rollo macht sich erstmal eine Weile lang keinen Ärger mehr. Ja, außer Krankenkost wird er auch eine Weile nichts essen. Ich hoffe nur, die kriegen die Flecken wieder weg. Hören Sie bloß auf, mir ist immer noch schlecht. Die waren bestimmt Eimer und Mops zugange, bis die Treppe wieder sauber war. Was muss ich jetzt tun? Jetzt, wo Rollo aus dem Verkehr gezogen wurde, können Sie hochgehen und das Siegel aus seiner Truhe klauen. Wir sollen uns beeilen, nur für den Fall, dass er das Siegel holen lässt, sobald er sich wieder etwas besser fühlt. Müssen Sie sonst noch etwas wissen? Nein, natürlich nicht. Okay, das können wir jetzt wieder leiser machen. Sonst nervt es nur. So. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Holen das Zeugs. Ja, entnimmst das Siegel. Müssen wir nicht mal etwas reintun? Wahrscheinlich nicht. Ich habe Ihnen das Siegel gebracht. Großartig, dann wollen wir diesen Brief mal stempeln und Nicole erreicht dir einen mit dem Wachsiegel verschlossenen Brief. Du erkennst das Implant sofort. Fertig, jetzt müssen wir den nur noch in Pierre bringen und wir haben es geschafft. Schauen Sie auf jeden Fall nochmal bei mir vorbei, wenn Sie fertig sind, okay? Ja. Eben. Riol. Ist da oben oder wo ist der? Schauen wir doch mal aktive Aufgabe. Die Hinweispfeile. Wichtige Punkte sind blau markiert. Also müssen wir hier hin oder runter. Ich gehe mal runter. Das ist Pierre. Ja, Westrilay, ist das der Fette? Ja, der sagt mir nicht, welcher Relay ist. Mehr Infos. Pierre dem Gockel überbringen. Und wo ist Pierre dem Gockel? Hallo Pierre, wo bist du jetzt? Ja toll, sehe ich natürlich nicht, wo Pierre ist. Herausforderung holen. Nein, da gibt es keine anständige Herausforderung. Wo ist der hin? Ja, ich weiß nicht, wo Pierre der Gockel jetzt hin ist. Der ist doch rausgerannt irgendwo. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, muss das sein. Mehr Infos. Ah, Rollo. Pierre dem Gockel. Das ist der da unten. Wette ich.
Ja, wir müssen doch ihm geben, okay? Niki 10. Aha. Ansprechen. Eine nicht richtige Nachricht für Sie, mein Herr. Für mich wirklich, vielleicht hat jemand meine Gebürze gefunden. Sie kommen von Rolo dem Starken. Ich glaube, sie hat irgendwas mit dem Öffnen der Vorratslager zu tun. Reißen Sie keine dummen Witze, Sie Laufburschen, geben Sie mir die Nachricht. Was ist das für ein Irrsinn? Er will, dass ich die Nahrungsvorräte zugänglich mache? Kostenlos, der ist wohl in Wasnitz fette Beute. Nein, aber er ist Ihr Chef, also werden Sie es wohl oder übel tun müssen. Ich muss mir ein paar Leute mit ein paar Leuten sprechen. Überlassen Sie mich meine Verzweiflung. Das hat geklappt, ich sollte Nicole Bescheid geben. Aha, sag doch das, dass ich hier unten hin muss. So. Und jetzt, er ist drauf reingefallen, er wird die Vorratslage jeden Moment öffnen. Dann ist unsere Arbeit wohl getan. Ich sage den Flüchtlingen Bescheid, wir halten dann ein schönes altmodisches Festessen ab. Und das ist alles Ihnen zu verdanken. Wir werden heute Abend das eine oder andere Mal auf Sie anstoßen. Keine Ursachen. Jetzt, wo Rolle aus dem Verkehr gezogen ist, sollten sich die Dinge hier auch zum Besseren wenden. Das stimmt auch. Hoffentlich verbessert sich die Lage bezüglich der Nahrungsversorgung. Es sei denn, jemand anders reißt sich Rolles Geschäft unter die Nägel. Sollte das passieren, können wir ja wieder für frischgebackene Gerechtigkeit sorgen. Wie war, aber jetzt wird erstmal gefeiert. So, Glückwunsch, du hast, lassen Sie Kuchen essen, abgeschlossen. Du hältst 1 AP, 100 EP, 150 EP in Diebstahl, Gewürzbeutel, Heilungsbonus von 10 plus 10 auf Nahrung, wenn du ihn dabei hast, 5 Fleischkuchen und 2 Schatzjägerschlüssel plus Abenteuerpunkte 6. Sehr schön. Ja, dann haben wir wieder 2 Aufträge erledigt heute. Und ja, das nächste Mal machen wir die Berserkerarbeit. Dazu gehe ich gleich mal zum Berserkertrainer. Und meine Stimme verreckt was. Viel zu viel geredet heute, viele Aufnahmen aufgenommen. So, das ist Berserker hier. Dazu gehen wir dann das nächste Mal. Machen wir hier die Berserker-Aufgaben. Und ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.